Ihr wollt die Hummel auch alle, oder? Wen wollt ihr? Nein. Ja, Frau Ministerin, welche konkreten Maßnahmen hat man überhaupt beschlossen? Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Das heißt, unser bisheriger Arbeitsstab wird auch weiter tagen. Aber wir werden auch noch die anderen Ministerien verstärkt mit einbinden und eben auch mit dem Innenministerium zusammen diesen Krisenstab bilden und eben zum Beispiel das Bauministerium, das Wirtschaftsministerium, das Sozialministerium und das Kultusministerium mit dazunehmen, weil eben gerade auch diesen Ministerien viele Anfragen da sind und wir eben überlegen müssen, wie nächste Schritte auch sein könnten. Sie haben von einer Veranstaltung mit über 1000 Teilnehmern im Blick. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Für uns ist es wichtig, dass der Schutz... Wenn alle ein bisschen leiser sind. Genau, Sie haben die Veranstaltung mit über 1000 Teilnehmern im Blick. Können Sie das nochmal genauer erklären? Für uns hat der Schutz der Menschen höchste Priorität und deswegen haben wir heute uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was machen wir mit Messen, mit Großveranstaltungen. Einerseits ist es so, dass wir hier mit der Bundesebene im engen Austausch sind, ob es hier Empfehlungen gibt. Wir haben aber für Bayern heute beschlossen, dass wir von den Ministerien uns sammeln, welche Großveranstaltungen, welche Messen finden in den nächsten Tagen, Wochen hier in Bayern statt und dass wir dann den Veranstaltern empfehlen würden, diejenigen, die aus riesigen Gebieten kommen, zum Beispiel in Italien aus der Lombardei oder eben in China aus der Provinz Wuhan, dass wir dann eben hier empfehlen, dass diese Personen ausgeladen werden, empfohlen wird, nicht teilzunehmen und wenn das nicht möglich ist, dass man dann auch den Weg geht, eine Messe auch mal abzusagen. Manche fragen sich, ob auch ganze Schulen möglicherweise geschlossen werden müssen. Könnte das der Fall sein in den nächsten Wochen? Stand heute ist es ja so, dass wir einen 15. Fall hier in Bayern haben, dass wir aber auch sagen können, dass die bisherigen 14 Fälle, ich formuliere es nochmal anders, Entschuldigung, wenn man sich das Ausbruchsgeschehen bisher in Bayern anschaut, dann ist es so, dass wir einen Cluster hatten im Landkreis Starnberg mit 14 Patienten, die alle wieder entlassen werden konnten, zu Hause sich befinden wieder und dass wir aber seit gestern einen neuen Patienten mit Coronavirus infiziert haben, der mit einem Italiener Kontakt hatte, wo die Infektion also auf diesem Weg wohl stattgefunden hat bei einem Meeting hier in München mit einem kleineren Kreis an Personen und dass es eben sehr wichtig ist, immer nachzuschauen, wer hat mit wem Kontakt, wie können wir diese Personen ermitteln, um dieses Ausbruchsgeschehen jeweils ganz schnell auch wieder eindämmen zu können. Das heißt, Stand heute sehen wir noch nicht die Notwendigkeit, dass wir Schulen schließen, aber es kann natürlich auch mal sein, dass verstärkt Verdachtsfälle in einer Schulklasse sind und dass es dann notwendig ist, auch zu sagen, jetzt ist es sinnvoll, diese Schule zu schließen, wie wir es übrigens, wenn eine Grippe-Influenza-Zeit wie momentan es ist, auch schon tun, aber dass wir dann eben reaktiv schauen und noch nicht proaktiv Schulen schließen. Können Sie noch mal ganz konkret sagen, bei dem 15. Fall jetzt in Mittelfranken, wie genau man das entdeckt hat und wie es Ihnen auch geht? Demjenigen, der sich hier infiziert hat mit dem Coronavirus, ist nach meinen Erkenntnissen geht es ihm gut. Es handelt sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in München an einem Meeting teilgenommen hat mit circa 10 Personen, wo eben auch ein Italiener teilgenommen hat und dann, als er in Italien zurück war, festgestellt hat, dass er positiv getestet wurde auf Coronavirus. Er hatte auch Symptomatik, hat sich krank gefühlt. Das wurde wieder unseren Behörden übermittelt und so konnten wir diesen Mittelfranken eben auch selber ermitteln. Der befindet sich jetzt momentan im Krankenhaus und jetzt geht es darum, auch wieder seine Kontaktpersonen nachzuverfolgen, um hier kein weiteres Ausbruchsgeschehen in Bayern zu haben, beziehungsweise möglichst schnell es wieder eindämmen zu können. Das ist immer eine Aufgabe, die wir jetzt am Bereich Starnberg gut in den Griff bekommen haben, aber es ist natürlich auch so, dass jeder Fall anders ist. Und da gilt es mit sehr viel Sorgfalt vorzugehen, aber es ist immer wieder auch ein neuer Fall, wo wir nochmal mit neuer Kraft rangehen werden. Inwiefern waren Sie denn auch auf neue Fälle vorbereitet, gerade wenn man jetzt nach Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg schaut?
Wir haben die letzten Tage, seit es gerade auch in Italien das Ausbruchsgeschehen gegeben hat, nochmal hochsensibilisiert gewesen, haben auch nochmal mit allen den Kontakt aufgenommen, sei es mit den Ärztevertretern, über die Kammern, über die Verbände, mit den Krankenhäusern, über die Krankenhausgesellschaft. Wir werden das auch die nächsten Tage nochmal verstärkt tun, um eben hier bestmöglichst auch vorbereitet zu sein, wenn es eben vielleicht auch mehr Patienten werden könnten. Wir wissen das Stand heute einfach nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einige jetzt im Italienurlaub vielleicht zurückkommen, verunsichert sind, Symptome entwickeln, vielleicht in einem Risikogebiet waren und es dann eben notwendig ist, sich beim Hausarzt zu erkundigen oder eben auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, auf der Homepage, auf den Webseiten nachzuschauen, auf den vom Gesundheitsministerium, egal ob im Bund oder in Bayern, nachschauen zu können, beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder vor Ort sich am Gesundheitsamt noch zu informieren. All das sind Möglichkeiten, wenn man eine Frage hat. Aber das Wichtige ist, dass man eben erst sich vielleicht mal auch telefonisch erkundigt, bevor man in die Arztpraxis geht und am Ende dort dann auch andere anstecken könnte. Mal ein kurzes Stichwort zu dem Pandemieplan. Wie sieht der konkret aus und inwiefern muss der vielleicht für Corona angepasst werden oder musste? Der Pandemieplan ist im Grunde genommen ein Gerüst, der ja bisher vor allem auf Influenza abgestimmt gewesen ist. Das heißt, er muss an verschiedenen Stellen auch beim Coronavirus angepasst werden. Zum Beispiel gibt es bei der Grippe ja eine Impfung, beim Coronavirus bisher nicht, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wo eben Unterschiede sind. Aber es ist ein ganz gutes Gerüst, nachdem wir auch die letzten Wochen schon gearbeitet haben. Aber es ist auch ein Gerüst. Das heißt, es muss auch immer auf das jetzige Geschehen abgestimmt werden. Wir müssen bei all unserem Tun immer überlegen, ist es adäquat, ist es verhältnismäßig und was ganz wichtig ist, Priorität hat eben auch der Gesundheitsschutz der Menschen. Aber wir können auch bei all unseren Bemühungen immer nur das Menschenmögliche tun. 100% wird es nie ganz geben können, aber wir tun alles Menschenmögliche, um die Menschen hier bei uns gut zu schützen.